Ruven Schröder, heute ist für viele sicherlich überraschend. Johannes Kaluza zurückgetreten. Das ist für viele Außenstehende sicherlich. Manche sehen das mit einem lachenden Auge, manche mit einem weinenden Auge. Wie sehen wir es? Ja, einfach auch rational in dem Sinne, muss man wirklich sagen. Natürlich ist es eine emotionale Nachricht, dass der Präsident eines Vereins oder Vereins- oder Vorstandsvorsitzenden zurücktritt. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass es jetzt wichtig war, eine Entscheidung dann auch zu haben und auch zu treffen. Ich glaube einfach, dass es für den Verein wichtig war, einfach jetzt eine klare Linie auch zu finden, eine strukturierte Zukunft sich aufzubauen. Es war ein wichtiger Schritt, auch vom Hans Kaluza, muss man ganz klar sagen, auch danke dafür, dass er den Weg jetzt auch frei gemacht hat. Ich denke, das ist auch nicht selbstverständlich und von daher hat er den Verein einfach über seine persönlichen Interessen gestellt und von daher wirklich Respekt davor. Wichtig ist es für uns jetzt einfach zur Ruhe zu kommen. Die letzten Wochen haben schon auch an den Kräften auch gezehrt, was gewisse Themen auch angegangen ist und von daher ist es wichtig, eine klare Entscheidung zu haben. Die haben wir jetzt und wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und von daher gehen wir es am besten sofort an. Wir blicken in die Zukunft. Wie genau blicken wir in die Zukunft? Also was sind so die nächsten Schritte, die dann passieren? Gut, grundsätzlich ist es jetzt so, dass wichtig für jeden Außenstehenden, auch als jedes Mitglied, jeden Fan, dass wir handlungsfähig sind. Daran hat sich nichts geändert. Das Organ, der Aufsichtsrat, als Aufsichtsratsvorsitzender Detlef Föhn und mir können Verträge unterschreiben. Wir können Dinge vorantreiben. Wir sind also handlungsfähig, von daher gibt es da kein Problem. Es ist so, dass wir Neuwahlen ausgerufen haben. Am 21. Januar 2018 werden wir einen neuen Vorstandsvorsitzenden, Präsidenten dann auch wählen können. Von daher sind die Schritte klar benannt und von daher gibt es im Moment die klare Linie, dass im neuen Jahr den neuen Präsidenten gibt. Was hat diese Entscheidung des Rücktritts vielleicht jetzt auch für die aktuelle sportliche Situation oder wie wirkt die sich darauf ein? Ist, glaube ich, schon so, dass deutlich mehr Ruhe reinkommen wird. Ich glaube, es ist in den letzten Wochen einfach auch da nicht förderlich gewesen, dass wir uns über Themen unterhalten haben, die fernab vom Sportlichen waren, die fernab von der Bundesliga waren. Und das ist unser Tagesgeschäft, das ist unser Business, das ist aber unser operatives Denken jeden Tag, dass wir in der Bundesliga einfach unseren Mann stehen und einfach Punkte einsammeln. So, das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten und das darf es nicht. So, wichtig ist einfach Ruhe zu bewahren, die Dinge intern zu besprechen, auch kritisch zu beäugen und dann auch positive Dinge herauszustreichen. Entscheidend ist, nach Leipzig zu fahren, geschlossen nach Leipzig zu fahren, eine ordentliche Leistung abzuliefern und einfach den Fokus auf die letzten Spiele zu haben. Wir haben tolle Spiele noch vor uns, wie gesagt, Leipzig, Dortmund, Bremen und das Highlight dann auch mal VfB Stuttgart, wo wir ins Viertelfinale einziehen können. Das ist völlig untergegangen in den letzten Wochen und das ist, glaube ich, das Schlimme dabei. Das haben wir alle nicht so ganz so auf dem Schirm gehabt und nach Augsburg war es mir auch persönlich nochmal wichtig, dann nach außen auch zu sagen, dass es einfach der Fokus muss komplett darauf liegen, auf der Mannschaft, auf dem Trainerteam, auf uns, das ist unser Geschäft, freuen wir uns alle drauf und ja, auf Erfolge und das ist, glaube ich, das Wichtigste.